In dieser Woche haben wir ein weiteres kleines, aber für uns sehr wichtiges Bauprojekt erledigt und auch geschafft. Und zwar ging es in der vergangenen Woche um die Fertigstellung unseres Sofas, welches wir fürs Tiny House ja selbst gebaut haben. Und welche Aufgaben da noch anstanden und wie es jetzt fertig aussieht, das zeigen wir euch heute. Wir sind Ilan und Anja. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, heute gibt es wieder ein kleines Bauprojektvideo bzw. eine Kurzzusammenfassung von dem, was in Bezug auf unser Tiny House Sofa schon passiert ist. Denn grundsätzlich sitzen wir schon etwas länger hier drauf und auch seit ein paar Wochen mit Rückenpolstern. Allerdings war das Sofa für uns einfach noch nicht richtig fertiggestellt, weil es eben unten auf der Bodenplatte noch ein offenes, sichtbares Holz, eine offene Stirnseite hatte, die wir ganz gerne schließen wollten. Dafür haben wir zum einen unseren Fließstoff besorgt. Diesen hier. Genau, damit wollten wir die Ränder ein bisschen polstern, dass eben der Stoff nicht so schnell von dem Holz beschädigt wird, um dann final unseren Sofastoff nochmal stramm um das Holz zu spannen und einfach festzutackern. Den Bau unseres Sofas haben wir ja bereits festgehalten. Das Video verlinken wir euch auch gerne nochmal. Jetzt ist natürlich, dann geht es eigentlich nur noch um die Verschönerung unseres Sofas, weil wir diese Polster schon lange bestellt hatten, auch im Internet. Und auch dazu verlinken wir euch gerne nochmal die Seite zu den Polstern. Ja. Wir haben die nämlich auf Maß bestellt, nachdem wir wussten, welche Maße wir wollen. Und das gilt also für die Sitzpolster als auch für die Rückenpolster. Die sind etwas härter hier bestellt worden von uns, beziehungsweise das sind im Grunde Matratzenpolsterungen, ne? Ja, die sind auch in so einer Trapezform, also unten etwas breiter und oben etwas schmaler zusammenlaufend. Das ist für den Sitzkomfort total bequem, muss man echt sagen. Ja, es ging halt auch darum, dass wir hier die Rückwand, beziehungsweise hier ist ja quasi unser Heizungskonvektor drunter, also die Verkleidung so ein bisschen abfedern oder abpolstern, dass sich das nicht immer in den Rücken bohrt und dass wir eben dadurch auch was Festeres gesucht haben, was sich eben zwar auch gewissermaßen den Körper anpasst, aber auch mitgeht und das alles abfängt. Wir haben das jetzt auch so gemacht, dass wir theoretisch die Stoffe auch waschen können, also dass wir hier quasi einen Reißverschluss haben, um den Stoff auch abnehmen zu können. So, was machst du jetzt? Misst du erstmal, ja? Ich würde das jetzt mal so vorbereiten, wie wenn man den Stoff näht. Und wir haben ja hier eine Länge von 60. Plus 1 cm Puffer auf jeder Seite, dann sind wir auf jeden Fall schon mal bei einer 62er Länge. Ich kann auch mal 64 nehmen, ich will nur nicht, dass wir zu viel Wulst hier nachher an der Seite kriegen. Machst du da auch nochmal 1 cm Puffer pro Seite? Das ist mir irgendwie zu wenig, wenn wir das da dran tackern wollen. Ich glaube, ich gehe dann mehr. Lieber auf... Du wirst es ja umklappen können, oder nicht? Von hier bis hier. Nicht so weit, nee. Sonst haben wir ja eine Wulst da vorne drauf. Ich würde vielleicht auf 6 gehen. Ich glaube, es hilft auf jeden Fall schon mal, dass sich das nicht zu sehr durchdrückt. Aber wir halten jetzt auch so, also ein bisschen mehr Puffer da. Nicht zu viel Spannung, ne? Ein bisschen Spannung ist gut, aber nur in der richtigen Dosis anscheinend. Aber du hast auch das Feeling. Das Feeling? Das macht es auf jeden Fall schön knapp, dass es auch richtig drin sitzt. Das ist wahrscheinlich sowieso viel zu viele Tackerpunkte, die ich hier setze, aber mir ist lieber zu viel als zu wenig. Wunderbar. Ist aber gut, dass wir das zu zweit machen, ne? Dass der eine immer das schön stramm ziehen kann und der andere tackert. Also da sind vier Hände eigentlich nicht verkehrt. Man kann das auch, wenn man geübter ist, sicherlich auch alleine schaffen, aber man will es ja schön auf Spannung bringen. Sieht doch schon ganz gut aus. Ja. Mal hier. Alles kaschiert. Also wir haben so viele Schönheit Klammern. Kommt es doch nicht an. So viele Klammern in Gebrauch, dass ich kann die schon gar nicht mehr zählen. Komm, das sind bestimmt schon gefühlt 100 Stück. Guck mal, so sieht das ganz ordentlich aus dann, ne? Dann trauen wir uns morgen an das Neue. Ja. An das Große. Cool. Sehr edel aus. Ähnlich wie beim Hocker, den haben wir gestern schon
fertiggestellt, um ein Gefühl für diese Arbeit hier zu bekommen. Wir würden das quasi dreilagig hier rantackern. So sieht das jetzt aus. Und wenn wir hier durch sind mit dieser Bahn, schneiden wir den Stoff. Schneiden wir den Stoff zu und tackern den ran und dann schön auf Spannung. Und dann sind wir durch. Ich zeige euch jetzt mal die zwei Lappen, die wir haben als Ergebnis. Tada! So, das sind unsere zwei Langseiten, ne? Natürlich nicht gleichmäßig geschnitten und auch nicht abgenäht, aber wir tackern ja nur. So, dadurch, dass wir leider auch mit den langen Teilen nicht die volle Breite des Sofas hinkriegen, haben wir uns entschieden, hier anzufangen, dass die ersten sichtbaren Ecken, wenn man ins Haus reinkommt, keine Naht aufweisen, dass man die halt nicht sieht. Genau, wir mogeln ein bisschen. Erstmal machen wir die eine Seite fest, ne? Und dann ziehen wir immer von unten. Genau, wir fangen immer unten an, weil wir dann später schön auf Spannung im sichtbaren Bereich hochziehen können, wie es uns gefällt. An den Übergängen machen wir das so, dass wir den Stoff nochmal falten. Aber nur ein bisschen. Dann hochziehen. Hochziehen und dann festmachen oben schön auf Spannung. So. Geht das? Hast du auf Spannung? Jetzt zeigen wir nochmal die Ecken, wie wir die gemacht haben. Die Seite ist schon mal festgetackert. Sieht auch ganz gut aus. Genau, so. Wir ziehen jetzt hier einfach den Stoff erstmal rum. Diesmal nicht zu fest, weil bei dem kleinen Hocker ist uns aufgefallen, wenn wir zu fest ziehen, dass man dann den Zwischenbereich von unserem Leichtbauholz sieht. Das wollen wir natürlich auch nicht. Aber auch nicht zu locker. Das heißt, wir klappen das eigentlich wie ein Bonbon um. Das ist auch eigentlich selbsterklärend. Das hat immer super funktioniert bis jetzt. Ja. Ich tacke nochmal hier kurz ran. Aber es sollte schon schön auf Spannung sein, ne? Es kann passieren, dass sich da nochmal die ein oder andere Falte ergibt. So, aber sieht man ja nicht. Nee. So. Und auf der Rückseite ist er auch noch nicht festgetackert. Da können wir gleich nochmal schön gegenziehen. So, und hier wird dann gleich wieder gefaltet, weil hier dann ja das nächste Stoffstück anfängt. So, sieht das jetzt aus. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ergebnis aussieht. Ich habe das Gestell schon mal richtig weggeräumt. Genau, sitzt drin. Jetzt kommt dann unser Kissen drauf. Man sieht halt eine Naht, aber das war uns ja klar. Schick, ne? So, okay. Wir sind schon sehr froh jetzt, dass wir dieses Projekt jetzt abhaken konnten. Obwohl es so was Kleines ist. Ja, es ist was Kleines, aber es ist eben etwas, was hier auch rumliegt. Ne? Ich meine, das nimmt auch Platz weg. Das muss ja auch irgendwo hin und jetzt ist es endlich dran und auch die Stoffe, die nehmen Platz ein. Bei uns im zweiten Zimmerchen lag halt immer der große Stoffhaufen. Ja. Und wir haben gesagt, das müssen wir jetzt angehen alleine, um diesen Haufen loszuwerden. Und wir dann einfach wissen, was brauchen wir noch, was kann weg, brauchen wir noch weitere Reststoffe für vielleicht irgendein anderes Kissen, genau, welches wir mal nähen oder so. Also wenn es nichts Funktionelles ist, dann bleibt das bei uns oft liegen und solange es funktioniert, okay, super, und dann lässt man es irgendwie außer Acht. Genau das gleiche ist auch mit den Leisten hier passiert. Also da werden wir auf jeden Fall, da werden noch einige Videos kommen. Wenn euch das Video also gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Daumen und ein Abo, da würden wir uns sehr freuen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.